Hallo ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen zurück zu Das Schwarze Schloss. Ja, jetzt sind wir auch im Schwarzen Schloss und jetzt zünden wir mal den Kamin an. Ich sagte, wir sind im Spiel und zünden mal den Kamin an. Das tut gut. Ich frage mich wirklich, wo der Besitzer des Schlosses ist. Ob ich die ganze Nacht hier bleiben kann? Andernfalls, wo könnte ich sonst hin? Diese herrliche Wärme macht mich müde. Hoffentlich ist es in Ordnung, dass ich mich hier ausruhe. Aber ich bin wirklich ziemlich erschöpft und müde. Ein paar Stunden später. Weder habe ich eine ganze Nacht lang gearbeitet, aber immer noch keine brauchbaren Ergebnisse. Nanu, was ist das für ein Geruch? Ist das etwa... Nein, das kann nicht sein. Njung, Mopsgeschwindigkeit. Ich meine, hey, er ist ein Vampir, natürlich kann er schnell laufen. Das Frage ist halt wieder so rum. Das Feuer im Kamin brennt. Das kostet doch alles Geld. Wer macht das einfach so ohne mein... Ah! Ohne mein Einverständnis. Ey! Ein Mensch? Mein Großen hat mich also doch nicht getäuscht. Verdammt! Wie zur Hölle ist hierher gekommen und warum? Was soll ich denn jetzt machen? Sie wacht auf. Huch! Wer bist du? Ich? Also ich wohne hier. Aber wer bist du? Und was machst du in meinem Bett? In meinem Schloss? Hä? Oh, tut mir sehr leid. Ich wollte nicht stören. Ich werde sofort wieder gehen. Nein, warte. Beantworte mir erst meine Fragen. Wer bist du? Und warum bist du hierher gekommen? Es tut mir wirklich sehr leid. Ich wollte hier nicht einbrechen oder dergleichen. Ich bin Jessica Blum und ich wurde von einem Unwetter überrascht. Also habe ich Schutz gesucht und dieses Schloss hier gefunden. Ich weiß, es ist sehr ruhig, aber wir werden wohl auch noch eine Melodie laufen lassen. Wahrscheinlich. Als ich durch das Schloss gegangen bin, ist mir auch niemand begegnet. Daher ging ich davon aus, dass dieses Schloss unbewohnt ist. Als ich mich dann aufwärmte, wurde ich schrecklich müde. Und da habe ich mich hier schlafen gelegt, ohne groß weiter darüber nachzudenken. Das war dumm von mir. Es tut mir wirklich sehr leid. Ich hatte nichts Böses im Sinn. Willst du damit sagen, dass du durch den Wald zu meinem Schloss gekommen bist? Ja, natürlich. Wie denn sonst? Aber sagtest du gerade dein Schloss? Ja, dieses Schloss gehört mir. Aber du bist doch noch so jung. Wo sind deine Eltern? Die leben schon lange nicht mehr. Oh, das tut mir sehr leid. Lebt sonst noch jemand mit dir in diesem Schloss? Nein, ich lebe hier alleine. Aber das ist jetzt auch vollkommen unwichtig. Als du von dem Unwetter überrascht wurdest, wolltest du gerade nicht nach Hause? Warum bist du durch den Wald gelaufen, sodass du mein Schloss weggebracht hast? Nun, um ehrlich zu sein, habe ich kein Zuhause mehr. Was? Warum denn das nicht? Verlegt? Verkauft? Das ist eine etwas längere und unschöne Geschichte. Und ich will dich auch nicht länger stören. Ich werde wieder gehen. Und wohin? Ich habe keine Ahnung. Ich bin so traurig. Warte. Da Frage an euch. Ist das gut, wenn sie so traurig deswegen langsamer weggeht oder soll sie sich normal schnell bewegen? Ich bin da echt so ein bisschen im Zweifel. Ich weiß es nicht genau. Das Unwetter ist noch nicht vorbei. Da will ich dich nicht wie einen räudigen Hund vor die Tür setzen. Und hell ist es auch noch nicht draußen. Bleib ruhig vorerst hier und ruh dich noch etwas aus. Bist du sicher? Ich meine, du musst das nicht für mich tun. Dein Bett... Dein Bett will ich dir auch nicht streitig machen. Und du hast doch keinen Grund, mir zu vertrauen. Ich könnte dich jetzt immer noch ausrauben. In gewisser Hinsicht habe ich den schon. Aber dazu sage ich dir später mehr. Leg dich jetzt erst einmal noch etwas hin. Wir reden später weiter. Sehr gerne. Vielen Dank. Das ist wirklich sehr freundlich von dir. Wann und wo wollen wir denn weiterreden? Ich werde zu dir kommen, wenn du aufstehst.
Woher willst du denn wissen, wann ich aufstehen werde? Ich werde schon merken, glaube mir. Na gut, wie ist eigentlich dein Name? Ach, wo bleiben nur meine Manieren? Ich habe mich ja wirklich noch gar nicht richtig vorgestellt. Mein Name ist Markus Andorian. Aber du darfst einfach Markus zu mir sagen. Danke. Die geht ja immer noch so langsam, das hatten wir doch geändert. Natürlich sollte sie sich nicht so langsam bewegen, sondern wieder normal schnell. What the fuck? Aber wo wirst du denn jetzt schlafen? Mach dir darüber keine Gedanken. Ich habe da einen Platz. Schlaf jetzt weiter. Na schön. Wenn es wirklich für dich in Ordnung ist. Ist es. Gute Nacht. Gute Nacht. Sie schaut ihm nach. Ob das wirklich so klug von mir war? Andererseits, was hätte ich sonst tun sollen? Sie einfach davon zu jagen, wäre nicht richtig gewesen. Bei dem Unwetter und mitten in der Nacht, wo sie ja scheinbar noch nicht einmal mehr ein Zuhause hat. Falls ihre Geschichte stimmt. Aber warum hätte sie mich auch anlügen sollen? Und sie einfach zu töten? So ein Typ bin ich nicht. Wenigstens ist sie allein gekommen. Das ist schon mal gut. Aber ich muss jetzt trotzdem sehr vorsichtig sein. Sonst könnte sie mir eine Menge Ärger einbringen. Bis sie aufsteht, muss ich mir etwas Gutes überlegt haben. Oh Mann, da hatte ich jetzt mehr Glück als Verstand. Mit Markus als Schlossbesitzer habe ich wirklich riesiges Glück. Er ist freundlicher zu mir, als ich es verdient habe, nachdem ich hier mehr oder weniger eingebrochen bin. Aber warum war die Eingangstür nicht abgeschlossen, wo es ja scheinbar keine Wachen gibt? Laut seiner Aussage gibt es hier tagsüber auch weder Bedienstete noch andere Adlige. Warum lebt er hier ganz alleine? Er kann nicht sehr viel älter sein als ich. Wie hält er dieses Schloss allein in Schuss? Und warum liegt es überhaupt so versteckt? Ich wusste bis vor ein paar Stunden noch nicht einmal, dass es so nah bei Tigra ein Schloss gibt. Naja, vielleicht werde ich es ja morgen erfahren, beziehungsweise heute, später. Hoffentlich finde ich wirklich noch etwas Schlaf. Wo bin ich? Ach ja, ich bin in diesem Schloss. Wie wird es jetzt wohl weitergehen für mich? Wenn ich Markus erst einmal seine Fragen beantwortet habe. Oh. Sorry, muss doch gerade sein. Muss ich ja irgendwo hin. Doch wohin? Kaum ist sie aus dem Bett, ist er auch schon da. Guten Morgen, Jessica. Hast du gut geschlafen? Oh, guten Morgen. Ja, das habe ich, danke. Und du? Ich ebenso. Ist es für dich in Ordnung, wenn wir jetzt direkt unser Gespräch von letzter Nacht fortsetzen? Sicher, das hatten wir doch schließlich so vereinbart. Richtig. Also erzähl mir doch nun einmal, warum du kein Zuhause mehr hast und wo dein Zuhause überhaupt war. Nun, mein Zuhause war im Dorf Tegra, welches hier ganz in der Nähe liegt. Meine Eltern sind mit mir dorthin gezogen, als ich noch ganz klein war. Weil wir aber nicht im Dorf geboren worden waren, hatten die Leute dort schon immer eine leichte Abneigung gegen uns. Wir kamen zwar mit ihnen zurecht, aber es war nicht immer einfach. Ich wusste lange Zeit nicht, wie ich auf sie zugehen sollte, weshalb ich mich etwas zurückzog. Auch heute noch bin ich ganz gerne mal allein und in der Natur. Die Dörfler hatten dafür nur kein Verständnis, sondern fanden es komisch und unnormal. Dann wurden meine Eltern plötzlich sehr krank. Vor ein paar Monaten sind sie dann gestorben. Der Arzt hatte angeblich alles versucht, aber es gab für ihre Krankheit wohl kein Heilmittel. Ich blieb allein in unserem Haus und arbeitete beim Bürgermeister als Dienstmädchen. Ich kam also erstmal zurecht. Aber vor 2 Wochen wurden die Steuereinnahmen gestohlen, die im Haus des Bürgermeisters aufbewahrt wurden. Da niemand außer ihm selbst seine Tochter und mir einen Schlüssel zum Haus hat, hielt man mich für die Diebin. Aber ich bin es nicht gewesen. Nur leider fehlen mir die Beweise für meine Unschuld, was sich bis heute auch nicht geändert hat. Die Leute wollten nichts mit mir zu tun haben. Und wenn sie doch einmal mit mir sprachen, dann nur um mich zu beleidigen oder ähnliches. Ihre vorherige Abneigung wurde immer mehr zu Hass. Ich dachte zunächst, es würde wieder besser werden, aber es wurde schlimmer. Sie beschimpften mich sogar als Hexe. Ich spürte, dass sie mir bald etwas antun würden, wenn ich nicht fliehen würde. Daher habe ich letzte Nacht das Dorf verlassen. Dann kam noch das Unwetter und ich habe nach einem trockenen Unterschlupf gesucht. Naja, den Rest kennst du ja. Armes Mädchen. Du bist letzte Nacht also wirklich ganz alleine zu Fuß hierher gekommen? Ja, so ist das. Und dir ist sicher niemand gefolgt? Falls ich dich doch umbringen? Nein, Spaß.
Zumindest nicht, dass ich wüsste. Ich denke, sie haben alle geschlafen. Na schön. Was gedenkst du als nächstes zu tun? Nun ja, ich muss einen Ort finden, an dem ich sicher bin und wo ich bleiben kann. Wo ich mir vielleicht ein neues Leben aufbauen kann. Hast du Verwandte in anderen Dörfern oder Städten, zu denen du könntest? Nein, ich habe niemanden mehr. Aber du musst doch irgendein Ziel gehabt haben, als du dein Dorf verlassen hast. Ehrlich gesagt, nein. Ich hatte einfach Angst um mein Leben und bin geflohen. Wohin war mir erst einmal egal. Hauptsache weg. Verstehe. Glaubst du, die Leute aus deinem Dorf könnten dich verfolgen, wenn du dich jetzt in einem anderen Dorf niederlassen würdest? Ich weiß es nicht. Vielleicht bin ich ihnen die Mühe nicht wert. Aber ganz ausgeschlossen ist es nicht. Ob ich ihr anbieten soll, vorerst bei mir zu bleiben? Sie ist scheinbar wirklich ganz allein. Mir wäre sie sicher. Abgesehen davon, dass sie in meiner Nähe sein würde. Sie hat in so kurzer Zeit alles verloren. Sie kann nirgends hin, ohne Angst haben zu müssen, entdeckt und vielleicht noch getötet zu werden. Mal davon abgesehen, könnte sie auch niemandem von der Lage meines Schlosses erzählen, wenn sie hier bleibt. Ich sollte ihr wohl wirklich Zuflucht gewähren. Das ist sicherer für sie und für mich. Was wäre denn, wenn du einfach hier bleiben würdest? Furchtbar, ich weiß, sorry. Zumindest vorerst. Hä? Was? Was hat der gesagt? Nun ja, mein Schloss ist groß genug. Hier wird dich niemand finden und es wird dir auch an nichts fehlen. Hier kannst du erst einmal neue Kraft schöpfen und den Schock, dein Zuhause auf so schreckliche Weise verloren zu haben, verarbeiten. Das ist wirklich unglaublich freundlich und großzügig. Aber das kann ich unmöglich annehmen. Warum denn nicht? Ich tue das wirklich gerne. Du hast wirklich etwas Glück und Erholung verdient, nach dem, was in letzter Zeit in deinem Leben alles passiert ist. Da magst du recht haben, aber ich möchte dir nicht zur Last fallen. Und ich kann dir doch auch nicht dauerhaft dein Bett streitig machen. Ich könnte mich für dein Angebot niemals revanchieren. Außerdem hast du keinen Grund, so etwas Großzügiges für mich zu tun. Oh doch, den habe ich. Ich kann deine Situation sehr gut nachempfinden und habe Mitleid mit dir. Dir geht es da ähnlich wie mir. Wie dir? Ja, ich entspreche auch nicht den Idealvorstellungen vieler Leute, weshalb mir ebenfalls mehrere nach dem Leben trachteten. Woran das wohl liegen kann? Ich meine, wir wissen es schon, Jessica noch nicht. Hier habe ich Zuflucht gefunden. Das Schloss liegt gut versteckt und es war zu dem Zeitpunkt bereits leerstehend. Es wurde vergessen und somit kann ich es mein Eigentum und mein Zuhause nennen. Niemand weiß, dass es noch existiert und so soll es auch bleiben. Hier in der Einsamkeit kann ich einfach in Frieden leben. Doch nun ist es vielleicht an der Zeit, die Einsamkeit durch eine Zweisamkeit zu ersetzen, um dir ebenfalls das zu geben, was du brauchst. Ein sicheres Zuhause. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Du musst jetzt auch nichts sagen. Halt einfach die Schnauze. Du fällst mir wirklich nicht zur Last. Ich würde mich eher darüber freuen, nach so langer Zeit mal wieder etwas Gesellschaft zu haben. Und glaubst du ernsthaft, dieses Schloss würde nur über ein einziges Bett verfügen? Nein, wahrscheinlich nicht. Na also. Aber sag mal, warum liegt dein Schloss eigentlich so versteckt? Wieso weiß niemand von ihm? Dafür gibt es einen guten Grund, aber den brauchst du nicht zu kennen. Zumindest noch nicht. Na gut, dann werde ich auch nicht weiter fragen. Zumindest nicht allzu bald. Aber, warum auch immer er schon fast wütend wurde... Wütend bei meiner Frage wurde, ich kann nicht mehr lesen. Ich danke dir für dein Verständnis. Möchtest du vielleicht jetzt etwas essen? Du hast doch sicher Hunger, oder? Ja, allerdings. Gut, dann würde ich vorschlagen, dass wir zu einem Bauernhof hier in der Nähe gehen. Dort können wir frische Lebensmittel kaufen. Ich hatte sowieso vor, heute dorthin zu gehen, da ich da auch für mich nichts mehr im Haus habe. Eigentlich habe ich nie was Essbares im Haus, weil ich ein Vampir bin, aber das weißt du ja nicht. Deswegen muss ich ja irgendwas anderes sagen. Meinst du den Bauernhof westlich der Bergkette? Ja, genau den. Er ist ganz in der Nähe. Worüber machst du dir Sorgen? Nun ja, der Bauernhof betreibt auch mit Tegra-Handel. Wenn dort gerade jemand aus meinem Dorf ist und mich sieht. Verstehe. Ich könnte dir einen Umhang geben, mit dem du dein Gesicht gut verdecken kannst. Dann würde dich niemand erkennen. Sonst könnte ich aber auch alleine gehen und du wartest hier im Schloss auf mich. Was wäre dir lieber? So, jetzt hat man hier die Möglichkeit auch auszuwählen, was das Spielgeschehen teilweise ein bisschen natürlich beeinträchtigen wird. Jetzt können wir halt hierbleiben und das Schloss erkunden, was ziemlich dumm wäre, da man das ja später auch noch machen kann, da er ja angeboten hat, dass wir hierbleiben. Deswegen, warum sollte man das tun?
Die Möglichkeit besteht auch noch nicht. Wenn ich die jetzt anklicken würde, würde automatisch trotzdem das andere ausgewählt werden. Deswegen mit Markus zum Bauernhof gehen und Vorräte kaufen, würde ich sagen, machen wir. Da ich schon längere Zeit hierbleiben werde, kann ich sicher später noch das Schloss in Ruhe erkunden. Ich sollte mitgehen und mir die Beine vertreten. Wenn man die andere Möglichkeit später auswählen kann, dann ist es halt so, dass Markus einem zum Beispiel auch die Schlüssel gibt für mehrere Räume, die vorher verschlossen waren. Und dass man schon mal so ein bisschen mehr über Markus erfahren kann dann dementsprechend, weil man viele Gegenstände ansprechen kann, wie zum Beispiel hier auch die, jetzt zeige ich schon auf dem Bildschirm, also hier halt die rote Flüssigkeit auf dem Tisch, ne, und was das hier für ein Buch ist, was hier für Bücher im Regal sind, ne, zum Beispiel. Oder auch mit dem Vorhang, wenn man da hingeht, dass man, aber das kann man wahrscheinlich schon vorher dann, dass dann halt auch so gesagt wird, ja, was wohl dahinter ist, die Tür ist abgeschlossen, bla bla. Und ja, wenn man in den Raum war, kommt er dann halt wieder und dann geht es hinterher allgemein halt praktisch weiter. So ist das ungefähr bisher so von mir gedacht. Ich denke, etwas frische Luft und Bewegung würden mir ganz gut tun. Ich komme mit. Dank des Umhangs wird man mich schon nicht erkennen. Gut, dann lass uns losgehen. Markus gibt Jessica den Umhang. Ja, haben wir auch schon das Bild ein bisschen geändert. Deswegen, ja. Wenigstens das konnten wir schon mal tun. Ansonsten, wie gesagt, werden natürlich noch andere Gesichtsausdrücke sowieso kommen für die Charaktere. Ich hätte nicht gedacht, dass man so schnell den Wald durchqueren kann. Er ist mir letzte Nacht riesig vorgekommen. Nun, da ich hier lebe, kenne ich den Wald natürlich bestens und somit auch die kürzesten Wege. Außerdem warst du letzte Nacht verängstigt und im Dunkeln unterwegs. Es grenzt an ein Wunder, dass du mein Schloss überhaupt gefunden hast. Das stimmt natürlich. So, nun ist der Bauernhof nicht mehr weit. Ich weiß. Stimmt etwas nicht? Ich sehe nun einigen Kilometern entfernt Tegra. Vermisst du es schon? Das nicht gerade, aber schmerzt trotzdem, es zu sehen. Ich verstehe es einfach nicht. Obwohl die Leute von Anfang an... Wieso ist Anfang denn noch klein geschrieben? Aber von Anfang an eine leichte Abneigung gegen mich hatten, ließen sie es mich nie so direkt fühlen. Nach dem Tod meiner Eltern waren sie sogar freundlicher zu mir. Fast so, als würde ich wirklich dazugehören. Und dann das. Ich dachte wirklich für eine kurze Zeit, dass ich dort ein glückliches Leben führen könnte. Versuche nicht mehr daran zu denken. Ich habe hier außerdem noch etwas für dich. 100 Gold erhalten. Entscheide du, welche Vorräte heute gekauft werden sollen. Ich habe da keine Vorlieben. Kauf dir, was du möchtest. Markus, das ist... Also, das ist wirklich eine Menge Geld. Bist du sicher, dass du es mir schenken möchtest? Natürlich bin ich mir sicher. Sieh es als Willkommensgeschenk. Da du ja jetzt für unbestimmte Zeit mein Gast sein wirst, meine Mitbewohnerin. Das ist wirklich sehr großzügig. Danke. Schon gut. Gehen wir zum Bauernhof. Vor allem ist es wirklich großzügig, wenn man bedenkt, dass er ja eigentlich auch pleite ist inzwischen. Wieso können wir zu Tegra hin? Hier sollte eigentlich schon so was sein, dass deine Gedankenbox oder ja, eine Gedankenbox von Jessica kommt, so von wegen. Da gehe ich auf gar keinen Fall wieder hin. Irgendwie ist das jetzt nicht so. Ja, und hier ist der Bauernhof. Und wenn wir jetzt hier weitergehen wollen, kommt auch nämlich was. Ich glaube, wir sind schon am Bauernhof vorbeigelaufen. Genau. Deswegen, noch weiter soll man die Weltkarte gar nicht erkunden können im Moment. Ja, jetzt sind wir hier auf dem Bauernhof gelandet. Mit vielen Tieren hier. Na, hier sind Schafe, hier ist noch ein Hund da oben, der rumläuft. Hier ist ein Mann, der die Felder so ein bisschen bestellt. Hier endet diese Version vorerst. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Jo, hat es, danke. Na, hier ist seine Tochter, ein kleines Mädchen mit Springseil, auch wenn man das Springseil gerade nicht sieht. Und ja, na, hier sind Kühe. Und ja, hier ist noch anderes Zeug, was die halt so haben. Hier ist noch ein Häuschen, hier ist der Hund. Ja. Hier sind noch Hühner. Bock, bock. Mit Hühnerstall sogar, den wir selber gebaut haben. Ich dachte, ich hätte hier noch einen Pferdestall hingemacht. Weil, ja, dachte ich irgendwie. Hatte ich hier keine Pferde? Ich dachte, ich hätte hier noch Pferde hingepackt. Egal. Was soll's, ja. Hier auf dem Bauernhof mit dieser fröhlichen Musik endet die Version, wie gesagt. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und ja. Wenn ihr noch Anregungen, Tipps habt, irgendwie, was euch gefallen würde im Spiel,
dann schreibt es mir in die Kommentare. Und ja, geht allgemein halt auf jeden Fall gerne mal bitte Feedback, damit ich halt ja, mir noch ein paar schöne Dinge vielleicht überlegen kann mit meinen Freunden zusammen. Und ja, das wäre es dann eigentlich auch schon, was ich dazu sagen kann. Wie hat es euch bisher gefallen? Waren die Gespräche auch zwischen Markus und Jessica gut oder war das noch ein bisschen zu unlogisch? Soll da irgendwie noch was erwähnt werden oder so? Man hat zumindest mit Jessicas Hintergrundgeschichte erfahren, seine auch schon so zum Teil ein bisschen, aber natürlich noch so, dass sie nicht darauf kommt, dass er ein Vampir ist. Das wird sich natürlich aber noch herausstellen. Wie das dann ablaufen wird und sowas erfahrt ihr dann, wenn wir halt weitergemacht haben im Spiel. Jetzt müssen wir erstmal sowieso alles in diese neue Grafik packen, in den neuen Maker. Das wird ein bisschen dauern natürlich, aber ja, ich freue mich, euch so schnell praktisch eine neue Version schon davon zeigen zu können. Und ja, in dieser Hinsicht bedanke ich mich ganz herzlich bei euch wieder mal fürs Zuschauen und fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei einem meiner anderen Projekte, ihr Lieben. Ciao!